In der Dunkelheit der alten Paläste, in denen die absolute Macht des Pharaos die Geschicke prägte, gab es eine dunkle Praxis, die Generationen durchzog. Die Kastration. Männer mit großem Potenzial, gefangen genommen oder auserwählt, wurden einem Akt der Brutalität ausgesetzt, der sie für immer gezeichnet hat, sowohl körperlich als auch emotional. Mit einem Schlag eliminierte die Klinge die Möglichkeit der Abstammung, die dynastische Zukunft und einen wesentlichen Teil ihrer männlichen Identität. Angesichts dieser beunruhigenden Realität taucht die Gestalt von Potiphar auf, einem mächtigen ägyptischen Beamten, Hauptmann der Garde des Pharaos. Einige Bibelübersetzungen stellen ihn als Eunuchen des Pharaos dar, aber ohne Einzelheiten über seinen körperlichen Zustand oder eine ausdrückliche Erwähnung der Kastration. Wir können uns also fragen, behauptet die Bibel wirklich, dass Potiphar kastriert wurde? Oder gibt es in der Heiligen Schrift einen Hinweis darauf, dass Potiphar sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat, wie manche annehmen könnten? Die Antwort, die auf dem Heiligen Text selbst beruht, ist klar. Wenn Sie sich für diese Art von Inhalten interessieren, bitte ich Sie bereits um Ihr Like und bleibe bis zum Ende bei uns, um herauszufinden, was uns diese Geschichte zu zeigen hat. Potiphar, eine Figur, die im biblischen Bericht der Genesis erwähnt wird, war im alten Ägypten ein Mann von großer Macht und Ansehen. Als Offizier des Pharaos und Hauptmann der Garde nahm Potiphar eine wichtige Stellung in der ägyptischen Hierarchie ein, die nicht nur seine militärische Bedeutung, sondern auch seinen politischen Einfluss widerspiegelte. Das Buch Genesis informiert uns, dass Potiphar ein Beamter des Pharaos und Hauptmann der Garde war. Eine Beschreibung, die zwar kurz ist, aber die Autorität und den Respekt widerspiegelt, die er am pharaonischen Hof genoss. Kapitän der Garde zu sein, war eine Rolle mit extremer Verantwortung. Potiphar befahl die persönliche Sicherheit des Pharaos, verantwortlich für den Schutz des obersten Herrschers Ägyptens, eine Aufgabe, die bedingungslose Loyalität und außergewöhnliche militärische Fähigkeiten erforderte. Darüber hinaus beaufsichtigte er die Inhaftierung von Staatsgefangenen, einschließlich der Inhaftierung von Feinden des Pharaos und von jedem, der als Bedrohung für den Thron angesehen wurde. Diese strategische Position machte Potiphar zu einem der vertrauenswürdigsten und mächtigsten Männer Ägyptens, mit direktem Zugang zum Pharao und Beteiligung an den heikelsten Angelegenheiten des Königreichs. Potiphars Reichtum und Einfluss spiegelten sich auch in seiner Residenz wider, die nicht nur ein Zuhause, sondern ein Symbol seines Status war. Wie so oft bei hochrangigen Beamten lebte Potiphar in einem luxuriösen Haus, das mit den schönsten ägyptischen Artefakten der damaligen Zeit geschmückt war. Sein Haus, das in der Bibel als wohlhabend unter Josephs Herrschaft beschrieben wird, war ein Zentrum der Macht und des Wirkens, in dem wichtige Entscheidungen getroffen wurden und wo er Besuch von anderen Würdenträgern empfing. In 1. Mose 39,1 stellt uns der biblische Bericht die Gestalt des Potiphar folgendermaßen vor. Josef wurde nach Ägypten gebracht und Potiphar, der Eunuch des Pharao, der Befehlshaber der Garde, ein Ägypter, löste ihn aus der Hand der Ismaeliten, die ihn dorthin gebracht hatten. Und hier beginnen alle Kontroversen und Zweifel an Potiphar. Der Begriff Eunuch, der in einigen Bibelübersetzungen verwendet wird, bezieht sich traditionell auf Männer, die kastriert wurden, oft vor der Pubertät. In der Antike, vor allem in östlichen Kulturen und in einigen Fällen in Ägypten, Eunuchen wurden oft ausgewählt, um Vertrauenspositionen am Hof zu besetzen, weil sie aufgrund ihres Status als loyaler galten und keine familiären Interessen hatten, die die königliche Macht gefährden könnten. Die Praxis der Kastration war in mehreren alten Kulturen üblich, darunter Mesopotamien, in Persien und zu bestimmten Zeitpunkten der ägyptischen Geschichte. Eunuchen wurden aufgrund des Vertrauens, das die Monarchen in sie setzten, oft in wichtigen Funktionen wie Haremsbewahrern, Beratern und Verwaltern eingesetzt. Die Kastration wurde als eine Möglichkeit angesehen, Diener zu schaffen, die nicht die Möglichkeit hatten, eigene Nachkommen zu haben, was das Risiko dynastischer Ambitionen verringerte. Die Kastration ging aber auch mit einem hohen gesellschaftlichen und persönlichen Stigma einher, da der Status eines Eunuchen oft mit einem Verlust an Männlichkeit und persönlicher Macht verbunden war. In mehreren biblischen Berichten können wir Spuren der Praxis der Kastration erkennen,
die als Strategie der Macht und Kontrolle eingesetzt wurde. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das von Artaxerxes, der im Buch Esra und Nehemia erwähnt wird und das persische Reich festregierte. Während seiner Herrschaft war die Kastration eine gängige Praxis, um die absolute Loyalität derjenigen zu gewährleisten, die sich in Positionen nahe am Thron befanden, wie z.B. die Eunuchen, die im königlichen Palast dienten. Diese Praxis garantierte nicht nur die Treue der Ehefrauen des Königs und vermied außereheliche Beziehungen, sondern machte diese Männer auch zu unterwürfigen Instrumenten in den Händen des Königs, um sie zu Instrumenten für königliche Feste und Festlichkeiten zu machen. Während der Herrschaft von König Nebukadnezar, der für seine rücksichtslosen Eroberungen und den Wunsch bekannt war, seine absolute Macht zu festigen, wurde die Verstümmelung gefangener Gefangener zu einer gängigen und furchterregenden Taktik. Diese brutale Praxis diente als körperliche Bestrafung und als Mittel zur Entmenschlichung und Unterwerfung der eroberten Völker und sie ihrer Männlichkeit beraubt und damit auch ihrer Fähigkeit, der babylonischen Herrschaft zu widerstehen. Indem er seine Feinde verstümmelte, sicherte Nebukadnezar nicht nur seinen militärischen Sieg. Tatsächlich zerstörte sie den Verstand ganzer Nationen und hinterließ nicht nur Narben auf den Körpern, sondern auch auf den Köpfen derer, die überlebten. Der körperliche Schmerz, der den Gefangenen zugefügt wurde, wurde zu einer Erweiterung der Demütigung und des emotionalen Traumas und schuf eine psychologische Waffe, die weit über das Schlachtfeld hinaus nachhallte. Die Angst vor Verstümmelung ist zu einem mächtigen Kontrollinstrument geworden, das in der Lage ist, zukünftige Gegner einzuschüchtern und die Unterwerfung zu gewährleisten, noch bevor es zu Konflikten kommt. Diese rücksichtslose Strategie stärkte Nebukadnezars Autorität und machte ihn nicht nur zu einem Eroberer, sondern auch zu einem Symbol des Terrors und der Herrschaft in der gesamten Region. Im Jahr 587 vor Christus. Christus ereignete sich eine der dunkelsten Episoden in der Geschichte Israels, als babylonische Truppen unter dem Kommando des skrupellosen Königs Nebukadnezar die Stadt Jerusalem belagerten und zerstörten, was zum Fall des Tempels und zur Gefangennahme von König Zedekia führte. Zedekias Herrschaft begann in einer Zeit, die bereits von großen Herausforderungen geprägt war. Er bestieg den Thron in einem instabilen politischen Umfeld, in dem das Königreich Juda zunehmend durch den babylonischen Expansionismus bedroht war. Trotz der beharrlichen Warnungen der Propheten, die zu Vorsicht und Gehorsam gegenüber Gott aufriefen, beschloss Zedekia, der sich in die Enge getrieben fühlte, den Bund mit Babylon zu brechen und Ägypten um militärische Hilfe zu bitten, eine Aktion, die sich als katastrophal erwies. Dieses Bündnis mit Ägypten wurde von Nebukadnezar als direkter Verrat angesehen, da Zedekia gerade als loyaler Vasall Babylons auf den Thron gesetzt worden war. Nebukadnezars Reaktion war schnell und heftig. Er mobilisierte sein Heer und marschierte auf Jerusalem zu, entschlossen, Zedekias Aufstand zu bestrafen und jeden Widerstand zu zerschlagen. Die Belagerung Jerusalems war lang und verheerend und brachte die Stadt an den Rand des Hungertodes und der Verzweiflung. Schließlich, als der Sündenfall unvermeidlich wurde, Zedekia. In einem letzten Akt der Verzweiflung versuchte er, im Schutz der Nacht in Begleitung einer kleinen Gruppe von Partisanen aus der Stadt zu fliehen. Der Fluchtversuch war jedoch vergeblich. Babylonische Truppen nahmen Zedekia in der Ebene von Jericho gefangen und er wurde sofort vor Nebukadnezar gebracht, um sich mit den Folgen seiner Aufsässigkeit auseinanderzusetzen. Wütend über den Verrat und begierig darauf, an dem aufrührerischen König ein Exempel zu statuieren, unterzog Nebukadnezar Zedekia einem strengen Prozess, in dem sein Urteil gnadenlos verhängt wurde. In einem Akt kalkulierter Grausamkeit befahl der babylonische König, die Söhne Zedekias vor seinen Augen hinzurichten. Diese Geste fügte Zedekia nicht nur unvorstellbare Schmerzen zu, als er sah, wie seine Blutlinie ausgelöscht wurde, sondern diente auch dazu sicherzustellen, dass es in Zukunft niemanden mehr aus dem Hause David geben würde, der die babylonische Herrschaft herausfordern könnte. Aber die Bestrafung hörte hier nicht auf. Nach der Hinrichtung seiner Söhne wurde Zedekia einer letzten und schrecklichen Verstümmelung unterzogen. Seine eigenen Augen wurden ausgestochen, eine Art Symbol für seine völlige Hilflosigkeit und Demütigung. Blind und gebrochen wurde Zedekia in Babylon gefangen genommen, wo er den Rest seiner Tage in Gefangenschaft verbrachte und nicht nur die körperlichen Narben seiner Niederlage,
sondern auch die Last des Untergangs seiner Nation trug. Diese bahnbrechende Episode in der biblischen Geschichte unterstreicht die Brutalität Nebukadnezars und die unerbittliche Realität der imperialen Macht Babylons, die keinen Verrat duldete und die Verstümmelung als Werkzeug benutzte, um ihre Herrschaft zu sichern und diejenigen zu terrorisieren, die es wagten, ihre Autorität in Frage zu stellen. Aber heute steht der kuriose Fall von Potiphar und Joseph im Mittelpunkt unseres Videos. Wenn Sie ein vollständiges Video über Zedekias Herrschaft haben möchten, hinterlassen Sie es in den Kommentaren, die wir später veröffentlichen werden. Joseph war der 11. Sohn Jakobs, auch bekannt als Israel, und der erste Sohn seiner geliebten Frau Rahel. Von klein auf stach Joseph unter seinen Brüdern hervor. Nicht nur, weil er der Liebling seines Vaters war, sondern auch wegen seiner prophetischen Träume, die ihm eine Zukunft voraussagten, in der er Autorität über seine Familie ausüben würde. Jakob verbarg seine Vorliebe für Joseph nicht. Er schenkte ihr eine bunte Tunika, ein Geschenk, das nicht nur die besondere Liebe ihres Vaters, sondern auch eine herausragende Stellung in der Familie symbolisierte. Diese Tunika, ein Mantel der Distinkte, schürte die Eifersucht und den Groll der Brüder Josephs, die sich ignoriert und empört fühlten. Die Situation verschlimmerte sich, als José anfing, über seine Träume zu berichten. In einem der Träume sah er die Weizengarben der Brüder sich vor seiner Garbe beugen. In einem anderen verneigten sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor Joseph. Die Brüder verschworen sich gegen ihn. Eines Tages, als sie die Herden vor dem Haus ihres Vaters hüteten, sahen sie, wie Joseph sich näherte. Sie nutzten die Gelegenheit und beschlossen, ihn loszuwerden. Ursprünglich hatten sie geplant, ihn zu töten, aber Ruben, der ältere Bruder, griff ein und schlug vor, ihn in eine leere Zisterne zu werfen, um ihn später zu retten. Während Rubens Abwesenheit sahen die anderen Brüder jedoch eine Karawane ismaelitischer Kaufleute auf dem Weg nach Ägypten. Juda, einer der Brüder, bot ihm an, Joseph in die Sklaverei zu verkaufen, anstatt ihn zu töten. So wurde Joseph für 20 Silberlinge an die Kaufleute verkauft. Diese ismaelitischen Kaufleute, die häufig zwischen Kanaan und Ägypten Handel trieben, brachten Joseph nach Süden, nach Ägypten, einem reichen und mächtigen Land. Diese Reise, die für Joseph wahrscheinlich von Angst und Ungewissheit geprägt war, führte ihn weg von seiner Heimat und seiner Familie und in eine unbekannte Zukunft. Um das Verbrechen zu vertuschen, töteten Josephs Brüder eine Ziege und tauchten Josephs Tunika in das Blut des Tieres. Als sie nach Hause zurückkehrten, zeigten sie die blutige Tunika Jakob, der sofort zu dem Schluss kam, dass sein Sohn von einem wilden Tier gefressen worden war. Jakob zerriss in tiefer Trauer seine Kleider und niemand konnte ihn trösten, da er glaubte, sein geliebter Sohn sei tot. Während Jakob den Verlust Josephs betrauerte, wurde der junge Hebräer nach Ägypten gebracht, wo sein Leben eine unerwartete Wendung nehmen sollte. Dort wurde Joseph von Potiphar, dem hohen Eunuchenbeamten am Hof des Pharaos, gekauft. Von dem Moment an, als Joseph das Haus des Potiphar betrat, betont der biblische Bericht, dass der Herr mit Joseph war und alles, was er tat, erfolgreich war. Im Laufe der Zeit erkannte Potiphar, dass Joseph außergewöhnliche Fähigkeiten besaß und dass Potiphars Haus unter seiner Führung auf außergewöhnliche Weise florierte. Potiphar erkannte Josephs Talent und Integrität und beschloss, ihm die gesamte Verwaltung seines Haushalts anzuvertrauen und ihm die Kontrolle über sein gesamtes Vermögen zu übertragen. Joseph wurde so Potiphars Verwalter, der für alle Aspekte des Haushalts verantwortlich war, von den Dienern bis hin zu den finanziellen Mitteln. Das Einzige, was Potiphar Joseph nicht gab, war seine eigene Frau. Josephs Wohlstand in Potiphars Haus zog jedoch die unerwünschte Aufmerksamkeit von Potiphars Frau auf sich. Die Frau, beeindruckt von Josephs Schönheit und Geschicklichkeit, versuchte ihn mehrmals zu verführen. Trotz seiner Beharrlichkeit blieb Joseph standhaft in seiner Integrität und weigerte sich, das Vertrauen seines Meisters zu verraten und sich an Gott zu versündigen. Joseph antwortete auf die Annäherungsversuche von Potiphars Frau mit den Worten: "Wie konnte ich solche Bosheit und Sünde gegen Gott begehen?" Diese ständige Ablehnung steigert nur das Verlangen der Frau, die nicht aufhört, Joseph zu verführen. Eines Tages, als alle Diener abwesend waren, nutzte Potiphars Frau die Gelegenheit, Joseph zu ergreifen und ihn zu zwingen, mit ihr zu schlafen. In einem Akt der Verzweiflung flieht José vor ihr und lässt seinen Mantel in den Händen der Frau.
Gedemütigt und wütend über diese Zurückweisung beschloss Potiphars Frau, sich zu rächen. Sie schrie um Hilfe und behauptete, José habe versucht, sie anzugreifen. Als die anderen Diener eintrafen, zeigte sie ihnen Josephs Mantel als Beweis für ihre falsche Anschuldigung. Nach seiner Rückkehr wurde Potiphar über das mutmaßliche Verbrechen informiert. Als Potiphar die Worte seiner Frau hörte und Josephs Mantel als Beweis sah, wurde er wütend. Auch angesichts der Schwere der Anschuldigung ist es wichtig zu beachten, dass Potiphar Josef nicht zum Tode verurteilte. Eine übliche Strafe für einen Sklaven, der beschuldigt wird, versucht zu haben, die Frau seines Herrn zu vergewaltigen. Dies deutet darauf hin, dass Potiphar eine Zuneigung zu Josef empfand und dass er sich seines Charakters sehr wohl bewusst war und vielleicht sogar die wahre Natur der Ereignisse ahnte. Aus diesem Grund wählte er eine mildere Strafe und schickte Josef in das königliche Gefängnis, wo die Gefangenen des Pharaos festgehalten wurden. Trotz der widrigen Umstände macht der biblische Bericht deutlich, dass der Herr mit Josef war, und er fand schnell Gnade in den Augen des obersten Gefängniswärters. Josef gewann mit seinem aufrechten Charakter und seinen administrativen Fähigkeiten schnell das Vertrauen des Gefängniswärters, der ihm die Verantwortung für die Betreuung der anderen Gefangenen und die Aufsicht über die Abläufe im Gefängnis anvertraute. Wie es in Potiphars Haus geschehen war, gedieh unter Josephs Herrschaft alles, selbst unter den dunklen Bedingungen der Gefangenschaft. Im Gefängnis lernte Joseph zwei Offiziere des Pharaos kennen, die im Gefängnis gesessen hatten, den Mundschenk und den Oberbäcker. Beide Männer hatten in derselben Nacht verstörende Träume und machten sich Sorgen über die Bedeutung dieser Träume. Als Joseph seine Angst erkannte, bot er ihm an, seine Träume zu deuten und erklärte, dass die Deutung Gott gehöre. Der Mundschenk erzählte zuerst von seinem Traum, in dem es um eine dreiarmige Rebe ging, die Trauben hervorbrachte, aus denen er Wein für den Pharao zubereitete. Joseph interpretierte die drei Zweige so, dass sie drei Tage darstellten und dass der Mundschenk in drei Tagen wieder in seine ursprüngliche Position zurückkehren und dem Pharao dienen würde. Joseph bat dann den Mundschenk, sich bei seiner Entlassung an ihn zu erinnern und dem Pharao von seiner Situation zu erzählen, damit auch er aus dem Gefängnis entlassen werden könne. Ermutigt durch die positive Traumdeutung des Mundschenks, erzählte der Oberbäcker von seinem Traum, in dem er drei Körbe mit Brot auf dem Kopf hatte, in dem Vögel das Brot aus dem oberen Korb fraßen. Joseph musste jedoch eine düstere Deutung geben. Die drei Körbe standen ebenfalls für drei Tage, aber am Ende dieser Zeit wurde der Bäcker gehängt und die Vögel fraßen sein Fleisch. Drei Tage später wurde der Mundschenk, so wie Joseph es ausgelegt hatte, wieder in sein Amt eingesetzt und der Bäcker hingerichtet. Trotz der Richtigkeit seiner Deutungen vergaß der Mundschenk, als er wieder in den Gottesdienst aufgenommen worden war, Joseph. Joseph blieb noch zwei Jahre im Gefängnis, ohne zu ahnen, dass seine Entlassung bevorstand. Eines Tages hatte der Pharao zwei Träume, die ihn zutiefst beunruhigten, aber niemand an seinem Hof konnte sie deuten. In diesem Augenblick erinnerte sich der Mundschenk endlich an Joseph und erzählte dem Pharao von dem jungen Hebräer, der seinen Traum im Gefängnis richtig gedeutet hatte. Joseph wurde schnell aus dem Gefängnis entlassen und dem Pharao vorgestellt. Als er nach Träumen gefragt wurde, erklärte Joseph demütig, dass die Deutung von Gott kommen würde. Und dann erklärte er die Träume des Pharaos. Die Träume zeigten, dass Ägypten 7 Jahre großen Überflusses bevorstehen würde, gefolgt von 7 Jahren schwerer Hungersnot. Joseph deutete nicht nur die Träume, sondern schlug auch eine Strategie vor, um mit der drohenden Krise umzugehen. Er empfahl dem Pharao, einen weisen Mann zu ernennen, der das Sammeln von Lebensmitteln in den Jahren des Überflusses beaufsichtigt, damit in den Jahren der Hungersnot Vorräte vorhanden seien. Beeindruckt von Josephs Weisheit und Urteilsvermögen, ernannte ihn der Pharao zum Statthalter von Ägypten und gab ihm die Vollmacht, den von ihm vorgeschlagenen Plan auszuführen. Nachdem Joseph vom Pharao zum Gouverneur von Ägypten ernannt worden war, änderte sich sein Leben dramatisch. Von einem zu Unrecht beschuldigten Gefangenen wurde er in die zweitmächtigste Position des Königreichs erhoben, direkt nach dem Pharao selbst. Joseph erhielt den ägyptischen Namen Zaphenat-Paneah und wurde Asenat, der Tochter von Potiphera, dem Priester von On, zur Frau gegeben. Diese Heirat mit einer Frau aus dem ägyptischen Adel festigte Josephs Stellung in Ägypten weiter
und integrierte ihn in die soziale und religiöse Elite des Landes. Im Laufe der Zeit entstehen einige Fehlinterpretationen, und eine davon ist die Vorstellung, dass Potiphar als Eunuche beispielsweise sein Geschlecht geändert und den Namen Potiphera angenommen habe. Diese Interpretation, obwohl sie in einigen Lehren zirkuliert, hat keine Grundlage in der Heiligen Schrift und resultiert aus einer Verwechslung zweier unterschiedlicher Charaktere. An keiner Stelle der Bibel wird erwähnt, dass Potiphar, der ägyptische Beamte, der Joseph in die Sklaverei trieb, sein Geschlecht oder seinen Namen änderte. Diese Art von Fehlinterpretation kann das Ergebnis von Missverständnissen oder mangelnder Beachtung des Kontexts sein, und die Unterscheidung zwischen biblischen Figuren ist unerlässlich. Es ist wichtig zu beachten, dass Potiphar und Potiphera in dem biblischen Bericht eigentlich zwei völlig unterschiedliche Personen sind. Potiphar wird in 1. Mose 39 als Anführer der Garde des Pharaos erwähnt, der Josef kaufte und ihn zu seinem Verwalter machte. Er spielt eine wichtige Rolle in der frühen Geschichte von Josef in Ägypten, aber seine Geschichte hat nichts mit Potiphera zu tun, abgesehen von der Übereinstimmung der Namen. Potiphera hingegen wird in 1. Mose 41,45 als Priester von On vorgestellt, dessen Name im Zusammenhang mit Josefs Heirat mit Asenath, seiner Tochter, auftaucht. Eine Verwechslung zwischen diesen beiden Namen kann zu Fehlinterpretationen führen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Potiphar und Potiphera unterschiedliche Rollen in Josephs Geschichte einnehmen und nicht dieselbe Person sind. Auch die Frage, ob Potiphar als Eunuche kastriert wurde oder nicht, ist umstritten. Es gibt keinen direkten Beweis in der Bibel, der diesen Zustand eindeutig aussagt. Tatsächlich konzentriert sich der biblische Bericht mehr auf seine Machtposition und seine Beziehung zu Joseph als auf Details über seinen körperlichen Zustand. Der hebräische Begriff, der in 1. Mose 39,1 verwendet wird, um Potiphar zu beschreiben, ist Saris, was oft mit offiziell oder Eunuchen übersetzt wird. Dieser Begriff kann jedoch je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben und impliziert nicht immer, dass die Person kastriert wurde. Im alten Nahen Osten, einschließlich Ägypten, konnte sich der Begriff Saris auf einen hohen Beamten am Hof beziehen, unabhängig davon, ob es sich um einen Eunuchen handelte oder nicht. Im Fall von Potiphar wird er zwar als Saris bezeichnet, aber der biblische Bericht gibt keinen expliziten Hinweis darauf, dass er kastriert wurde. Um diese Verwirrung zu vermeiden, wird Potiphar in vielen aktualisierten Versionen der Bibel als Beamter des Pharaos dargestellt, ohne dass direkt erwähnt wird, ob er ein Eunuche war oder nicht. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass er mit einer Frau, Potiphars Frau, verheiratet war, und die Dynamik, die Josephs Verführungsversuch umgab, deutet darauf hin, dass er nicht kastriert wurde, da Eunuchen in der alten ägyptischen Kultur in der Regel nicht heirateten oder Machtpositionen innehatten, die traditionelle familiäre Verpflichtungen mit sich brachten. Einige Gelehrte argumentieren, dass der Begriff möglicherweise verwendet wurde, um seine hohe Position als vertrauenswürdiger Offizier des Pharaos anzuzeigen, ohne notwendigerweise darauf hinzudeuten, dass er kastriert wurde. Ein weiterer Schlüsselfaktor ist das Verständnis, dass im historischen Kontext die Kastration, obwohl es in verschiedenen alten Kulturen weit verbreitet war, wurde es nie zum Zweck der Änderung des Geschlechts oder als Mittel zur Veränderung der Geschlechtsidentität einer Person verwendet. Stattdessen hatte die Kastration sehr spezifische Funktionen, wie zum Beispiel die Sicherung der Loyalität und die Neutralisierung von Bedrohungen im politischen und sozialen Kontext, insbesondere an königlichen Höfen, wo Eunuchen oft in hohen Vertrauenspositionen eingesetzt wurden. Der Versuch, moderne Vorstellungen von Geschlechtsidentität auf alte Praktiken zu projizieren, verzerrt nicht nur das historische Verständnis, sondern ignoriert auch die wahre Funktion dieser Praktiken in ihren jeweiligen Kulturen. Im Fall von Potiphar ist jede Andeutung, er habe sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, völlig unbegründet und spiegelt eine anachronistische Interpretation wider, die weder in der Heiligen Schrift noch in der kulturellen Realität des alten Nahen Ostens begründet ist. Wenn wir über diese Fragen nachdenken, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Interpretation der Heiligen Schrift mit Ehrfurcht und Sorgfalt angegangen werden muss, wobei der historische und kulturelle Kontext, in dem die Texte geschrieben wurden, anerkannt werden muss. Die Bibel als Gottes Wort
bietet tiefgründige Lehren und ewige Wahrheiten, die über kulturelle und ideologische Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte hinausgehen. Wenn wir versuchen, die Heilige Schrift im Licht unseres eigenen modernen Willens oder unserer Ideologien zu interpretieren, laufen wir Gefahr, ihre ursprüngliche Botschaft zu verzerren und den göttlichen Zweck, den sie trägt, aus den Augen zu verlieren. Als Christen haben wir die Verantwortung, nach Gottes Prinzipien zu leben, auch wenn die Gesellschaft uns unter Druck setzt, uns anzupassen. Es ist wesentlich, dass wir die wahre Botschaft Christi teilen, die nicht darin besteht, die Sünde blind anzunehmen, sondern vielmehr ein Angebot der Erlösung und Verwandlung. In Johannes 8,12 erklärt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird niemals in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Um auf Potiphar zurückzukommen: Die Bibel gibt keine detaillierten Informationen darüber, was mit ihm nach dem Vorfall mit Joseph und seiner Verhaftung geschah. Der biblische Bericht über die Genesis konzentriert sich in erster Linie auf Josephs Leben und die entscheidenden Phasen, die er durchlief. Von seiner Ankunft in Ägypten als Sklave bis zu seiner Himmelfahrt als Statthalter von Ägypten. Obwohl Potiphar eine wichtige Rolle in Josephs Geschichte spielt, indem er der Beamte ist, der den jungen Hebräer kaufte und in seinem Haus unterbrachte, verschwindet er aus dem biblischen Bericht nach der Episode der falschen Anschuldigung von Potiphars Frau gegen Joseph. Josephs neue Verantwortung als Gouverneur war enorm. Er hatte die Aufgabe, die Vorbereitungen Ägyptens auf die 7 Jahre der Hungersnot zu leiten, die auf die 7 Jahre des Überflusses folgen sollten, wie er es aus den Träumen des Pharaos vorhergesagt hatte. José setzte mit seiner Intelligenz und seinem administrativen Geschick in den Jahren des Überflusses einen strategischen Plan für die Getreidelagerung um. Unter seiner Führung erntete und lagerte Ägypten große Mengen an Lebensmitteln, füllte die Lager der Städte und sorgte dafür, dass genügend Vorräte vorhanden waren, um die bevorstehenden schwierigen Jahre zu überstehen. Während dieser 7 Jahre des Überflusses hatte Joseph 2 Söhne mit Asenath. Der erste war Manasse, dessen Name bedeutet: Gott hat mich all meine Arbeit und das ganze Haus meines Vaters vergessen lassen, was die Erleichterung und Heilung von den Wunden der Vergangenheit symbolisiert. Der zweite Sohn war Ephraim, was bedeutet: Gott hat mich wohlhabend gemacht im Land meiner Bedrängnis, was den Wohlstand widerspiegelt, den Joseph erlebte, selbst in einem fremden Land. Als schließlich die 7-jährige Hungersnot einsetzte, war die Krise nicht nur in Ägypten, sondern auch in den umliegenden Ländern schwer. Durch Josephs Weisheit war Ägypten vorbereitet und er begann, Getreide an die Menschen zu verteilen und es im Austausch für das Geld zu verkaufen. Als sich die Hungersnot ausbreitete, begannen andere Nationen, sich an Ägypten zu wenden, um Hilfe zu erhalten, da Joseph der Retter des Tages geworden war. Unter denen, die nach Ägypten kamen, um Getreide zu kaufen, waren Josephs eigene Brüder, die wegen der Hungersnot in Kanaan von ihrem Vater Jakob gesandt wurden, um Lebensmittel zu holen. Als Josephs Brüder in Ägypten ankamen, erkannten sie ihn nicht, denn er war nun ein mächtiger Mann, gekleidet wie ein ägyptischer Edelmann, und sprach durch Dolmetscher. Joseph hingegen erkannte sie sofort, entschied sich aber dafür, sich nicht sofort zu offenbaren. Stattdessen beschloss er, seine Brüder zu testen, um zu sehen, ob sie sich seit dem Zeitpunkt, als sie ihn in die Sklaverei verkauft hatten, verändert hatten. Joseph beschuldigte sie, Spione zu sein, Simeon als Geisel genommen zu haben und von ihnen verlangt zu haben, seinen jüngeren Bruder Benjamin als Beweis für seine Ehrlichkeit mitzubringen. In ihrer Verzweiflung kehrten die Brüder nach Kanaan zurück und kehrten nach einigem Zögern mit Benjamin nach Ägypten zurück. Als die Brüder mit Benjamin zurückkehrten, organisierte Joseph ein Fest für sie, hielt aber seine Identität immer geheim. Dann steckte er heimlich einen silbernen Becher in Benjamins Weizensack. Und da er die Brüder des Diebstahls beschuldigte, wollte er Benjamin als Sklaven halten. Zu diesem Zeitpunkt flehte Juda, derselbe Bruder, der Jahre zuvor den Verkauf Josephs vorgeschlagen hatte, Joseph an Benjamins Stelle Sklave zu werden, um seinem Vater Jakob nicht noch mehr Leid zuzufügen. Bewegt von den Opfern und dem Sinneswandel seiner Brüder, kann Joseph seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und offenbart schließlich seine wahre Identität. Er weinte vor ihnen, umarmte sie und vergab ihnen, was sie getan hatten. Joseph erklärte seinen Brüdern, dass Gott ihre Taten zwar böse Absichten gehabt hatte, um viele Leben zu retten, obwohl sie böse Absichten hatten. Zu diesem Zeitpunkt flehte Juda,
derselbe Bruder, der Jahre zuvor den Verkauf Josephs vorgeschlagen hatte, Joseph an Benjamins Stelle Sklave zu werden, um seinem Vater Jakob nicht noch mehr Leid zuzufügen. Bewegt von den Opfern und dem Sinneswandel seiner Brüder, kann Joseph seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und offenbart schließlich seine wahre Identität. Er weinte vor ihnen, umarmte sie und vergab ihnen, was sie getan hatten. Joseph erklärte seinen Brüdern, dass Gott ihre Taten zwar böse Absichten gehabt hatte, um viele Leben zu retten, obwohl sie böse Absichten hatten. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Sie keine unserer zukünftigen Inhalte verpassen. Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit. Wir möchten von Ihnen hören. Und denk daran, jede kleine Veränderung kann einen großen Unterschied in deinem Leben und in deinem Weg mit Gott machen. Kuscheln und bei Gott bleiben.